Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Business Orakel für die Woche vom 21. bis 27. Januar. Dafür schließe ich mich energetisch an die geistige Welt an und schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen zum Thema Beruf, Berufsalltag, Job auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Ich bekomme sofort, dass wir uns nicht so wehren sollen gegen Dinge, die wir nicht wirklich ändern können, sondern unsere Energie lieber in das, was wir wollen, geben. Ja, also nicht in die Richtung, was wir eben nicht wollen, dass wir das nicht versuchen zu bekämpfen, sondern einfach den anderen Weg gehen. Mit anderen Worten, es wird in der kommenden Arbeitswoche irgendwas auf dich zukommen, wo du dich unwohl fühlst, was dir negativ aufstößt, wo du das Gefühl hast, du musst dich wehren oder du musst besonders hart kämpfen oder du musst dich besonders dazu durchringen, also dass du irgendwie vielleicht sowieso den Job nicht so ganz magst oder der nicht so ideal für dich ist, dass du jeden Morgen Mühe hast aufzustehen oder eigentlich gar keine Lust hast zur Arbeit zu gehen oder dass du irgendwie mit einem Kollegen oder einem Chef oder einem Kunden irgendwie ein Problem hast oder es nicht so ideal passt mit euch, dass du da schon Steine im Magen liegen hast und nicht weißt, wie du es absolvieren musst oder nicht weißt, wie du es machen kannst, dass er dich nicht auf die Palme bringt. Wie du dich wehren kannst oder es wird irgendwas kommen, wo du das Gefühl hast, du musst dich verteidigen, du musst deinen Standpunkt ganz knallhart verteidigen, das kann es schon mal geben. Ja? Aber wenn du dich darauf konzentrierst, was du eben nicht willst und darauf konzentrierst, wie du das bekämpfen kannst, wie du dem Kollegen eine auswischen kannst, mit dem du nicht klarkommst, wie du dem Chef zeigen kannst, dass du mehr weißt und besser bist als er. Ja? In dem Moment arbeitet sehr stark das Ego, das uns eben besser oder schlechter machen will als jemand anders. Also es versucht immer, den Unterschied zwischen uns und anderen Menschen herzustellen, obwohl wir ja, wie wir wissen, eh miteinander verbunden sind. Von daher sollte es uns irgendwie auch im Herzen liegen, dass es uns allen gut geht. Man muss deswegen noch lange nicht mit jedem klarkommen. Und ich sage immer, idealerweise hat man nur die Menschen um sich herum, mit denen man irgendwie auf Wellenlänge ist. Und niemand, der einen runterziehen will oder attackiert oder einen volljammert oder eben ein sogenannter Energievampir ist. Ja? Aber wie gesagt, idealerweise würden wir da nicht versuchen, uns eben größer oder kleiner zu machen als jemand anders. Also nur ganz kurz am Rande, wenn du anfängst, dich größer zu machen, also zu sagen, boah, ich bin viel besser, ich habe viel mehr Ahnung oder was hat die denn heute an oder so, ja, in dem Moment machst du dich größer, in dem Moment, plusterst du dein Ego auf. Das sind nicht deine eigenen Gedanken, das ist das Ego, was da spricht oder das Teufelchen auf der Schulter, was dir einredet. Oder eben umgekehrt geht es genauso, wenn du dir sagst, ach, ich bin eh nicht gut genug und der Chef wird mich wieder zusammen scheißen, der wird mich wieder runterdrücken und er hat ja recht. Oder die Kollegin sieht so toll aus und da kann ich nicht mithalten. Oder die ist so intelligent oder die hat einen viel besseren Abschluss als ich. In dem Moment ist es auch wieder das Ego, was versucht, dich runterzudrücken. Ja? Das Ego will immer nur eben, dass wir unterschiedlich sind wie die anderen. Und dadurch bekommt es eben Macht über uns. Also achte da drauf, weil in dem Moment gibst du dem Ego Kraft. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich muss mich verteidigen, ja, ich muss meine Welt rechtfertigen, dann ja, hat das Ego die Oberhand. Wenn du völlig bei dir bist, und das kannst du nur schaffen, wenn du eben das, was du tust, sehr gern machst, ja, mit Leib und Seele, wenn es eben deine Berufung ist, ja, wenn du da voll dahinter stehst und wenn in dem Moment weißt du auch, was du kannst, in dem Moment bist du so in deiner Mitte, in deinem Vertrauen, dann lässt du dich nicht aus der Bahn werfen, wenn du irgendwie attackiert wirst. Wenn es dich aber noch triggert, ja, dann musst du aufpassen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung her, als ich noch Musikerin war, viel auf der Bühne gestanden bin, da war es mir immer wichtig, was die anderen so sagen, was ich für eine Rückmeldung bekomme, was ich für ein Lob bekomme. Und wenn dann irgendjemand gesagt hat, das war aber nicht so oder so, mich völlig aus mir raus und habe versucht, mich zu verteidigen. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich bin so in meiner Mitte, ich weiß, was ich sehe, ich weiß, was ich bekomme. Und ja, es kann immer mal jemand sein, der sagt, ich kann es nicht so nachvollziehen oder noch nicht erkennen oder ja, ist nicht so meins oder ist noch nicht offen dafür. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber in dem Moment kann ich das annehmen und sagen, okay, ja, dann hast du noch eine andere Sicht und eine andere Welt und das ist in Ordnung. Du darfst dort sein, wo du bist und ich sehe es eben so. Und das ist auch okay. Jeder darf seine Meinung haben und ich verfalle in dem Moment nicht da rein zu sagen, ich muss mich jetzt rechtfertigen. Und das ist ganz wichtig. Also kämpf da nicht gegen Windmühlen, weil du kannst eh niemand anderem deine Meinung aufdrängen. Und wenn du eben merkst, du hast diesen Widerstand in dir, der eben zum Beispiel sagt, oh Gott, ich will morgen nicht wieder zur Arbeit oder oh, es ist mühsam oder der in der Mittagspause sagt, jetzt möchte ich nach Hause mich hinlegen, ja, ich bin erschöpft und will nicht mehr, dann hinterfrag mal, woran liegt's? Ja, also ist es wirklich überhaupt die Arbeit an sich oder passt die Arbeit aber die Umgebung nicht? Dann frag dich, warum ziehe ich vielleicht Kollegen oder Chefs an oder Kunden, die mir zeigen wollen, dass ich nicht gut bin oder warum ziehe ich so viel Arbeit an? Habe ich eben noch diesen Glaubenssatz, alles muss schwer und mühsam gehen?
den hast du vermutlich, wenn du noch irgendwo was zu kämpfen hast. Und ja, dann lass es los. Das brauchen wir nämlich nicht. Und das ist ganz wichtig. Wir glauben immer, wir müssen den schweren Weg wählen und gehen und den dann versuchen wir, den möglichst leicht zu machen. Und das ist mühsam, das ist anstrengend. Die Frage ist, warum wählen wir nicht gleich den leichten Weg? Und das sind so die typischen Glaubenssätze wie, ja, das Geld ist nur gut oder gut verdient, wenn man hart dafür arbeitet. Nur mit harter Arbeit kann man Geld verdienen. Ja, Geld ist sowieso schmutzig. Und ja, eben das Leben muss mühsam sein. Ich darf nicht glücklicher sein als jemand anders. Ich darf nicht leichter Geld verdienen als jemand anders. Also da brodeln in dir diese Glaubenssätze. Wenn du immer das Gefühl hast, es ist schwer, es ist mühsam, du kommst nicht vorwärts. Und ja, das ist irgendwie alles ein Kampf. Ja? Und ja, da kannst du in dieser Woche drauf achten, weil da wirst du irgendwie getriggert, da wird irgendwas auf dich zukommen, was eben wie ein Stein im Weg wirkt. Und Steine sind eben oftmals dazu da, dass wir wachsen und daraus lernen. Aber manchmal wollen sie uns einfach auch nur ein bisschen auf einen anderen Weg bringen. Ja? Also sagen, okay, geh da mal außen rum, ja? Vielleicht erfährst du da noch irgendwie was. Das heißt eben, sei da aufmerksam, schau rein, hinterfrag, was du willst. Und wenn du merkst, es ist vielleicht noch gar nicht der richtige Job, ich weiß noch gar nicht, was ich von Herzen gern mache, beziehungsweise ich bin mir noch nicht sicher, was meine Berufung ist, dann kannst du gern Kontakt mit mir aufnehmen, dann finden wir das heraus. Wenn du sagst, ich weiß es schon, ich traue mich nicht so richtig, damit kann man doch kein Geld verdienen, das sagen mir doch immer alle. Und ja, das andere ist doch sicherer, kann ich dir nur sagen, der vermeintlich sichere Job ist überhaupt nicht mehr sicher in unserer Zeit, ja, in der Zeit der Technologisierung. Ja. Darüber werde ich auch mal ein Video machen. Und ja, dann nimm Kontakt zu mir auf. Ich gebe dir einen kostenlosen 1:1 Plan an die Hand, wie du auch wirklich starten kannst. Und ja, trau dich, gib deine Energie in die Richtung, wo du hin willst. Und nicht in den Kampf zu versuchen, einen Weg, der vielleicht sowieso nicht deiner ist oder der eben so mühsam und schwer ist, leichter zu machen, weil das ist ein harter Kampf, das ist ein unerbitterlicher Kampf. Versuch lieber den leichteren Weg zu finden und mach dir dann ein schönes Leben, ja, und ein schönes Berufsleben und finde und lebe dein Traumbusiness. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.